Ich wollte die Aufnahme auf einen anderen Tag verschieben. Hat super geklappt. Und zwar auf einen anderen Tag ungefähr ein halbes Jahr später. Und habe mir nochmal einen Rest vom letzten Video angeguckt. Ich stand da ziemlich auf dem Schlauch wegen dem Schlangenreif. Und habe auch gerade nochmal ein bisschen ohne Aufnehmen gespielt. Einfach um zu gucken, wie es weitergeht, bevor ich jetzt weiter endlos suche. Habe aber nicht die Mission zu Ende gespielt. Wirklich nur bis zum nächsten Abschnitt, wo ich irgendwas tun kann. Und versuche schon hier wieder einzusetzen, wo ich das letzte Mal war. Und wie gesagt, ich habe nur das Stück nachgeguckt, was jetzt relevant wird. Ich sollte das vielleicht alles ein bisschen heller machen, dass es ist gar nicht, dass man überhaupt im Video davon sieht. Und jetzt muss ich kurz wieder überlegen. Vor uns habe ich es gefunden. Aber das sieht ganz gut aus hier. So, den Generator hatte ich vorhin schon angeschaltet. Brauche ich aber, glaube ich, überhaupt nicht. Deswegen lasse ich das jetzt. Ich will die Mission jetzt zu Ende bringen. Dann, ja, verfehlt. Und hier komme ich nie hoch. Ach Mensch. Physik, Physik. So. Hier hoch. Und dann ging es hier rüber. Ah, da hätte ich. Ich hätte euch schon noch eine halbe Stunde beschäftigen können mit Suchen. Aber ich dachte so, es ist besser, wenn ich euch das einfach erspare. Und jetzt kommt man in den unbekannten Bereich. Und das war so ein Geisterhaus. Irgendwie mit, ja, mit Geistern halt. Ich glaube vorwiegend Hammeriten. Hört man schon schön rasseln. Wie gesagt, vorhin hatte ich bis hierhin gespielt und der Rest, ja. Mal sehen, was ich da noch hinbekomme. Eine Blitzbombe noch. Habe ich sonst noch irgendwas Brauchbares? Zwei Minen könnte ich noch benutzen. Ansonsten. Mal sehen, mal sehen. Ich denke mal, ich werde eher versuchen zu schleichen und viel zu speichern. Und möglichst nicht weiter aufzufallen. Na, hartnäckiges Schloss. Schätze, schätze. Ach, das ist wahrscheinlich der Schlüssel. Ja. Gut. Egal. Speichern. Ja, lange nie gespielt. Was ist die Speichertaste? Bevor ich es jetzt total vermurkse, muss ich kurz nachgucken. Ansonsten mache ich das ja alles nochmal. Quick Save. Ja, macht schon nicht mehr drin. Haben wir den ersten Geist. Ich glaube, die kann man wie die Zombies auch wirklich nur mit Feuer, Minen und diesen Bomben oder Weihwasserpfeile gehen. Ich habe ja noch Weihwasser, genau. Aber da Geister anscheinend auch blind sind im Dunkeln, fahre ich hier nicht weiter auf. So, die ist bestimmt verschlossen. Vielleicht geht das mit dem Schlüssel. Ja, war wunderbar. Hat sich doch gelohnt, den zu finden. Und hier gibt es auch Schätze, das ist super. Ich brauche ja noch einiges an Gold. Wie viel habe ich? 800. Wie viel brauche ich? 2000. Wie soll ich denn 2000? Hatte ich nur
800 das letzte Mal. Ich dachte, ich hätte mehr. Ah, es ist zu lange her. Naja, passt. Aber ich hoffe, dass ich hier noch. Das kann ich nicht knacken. Das ist eine ärgerliche Geschichte. Also wird es hier wohl noch einen Schlüssel geben irgendwo. Drei Weihwasser habe ich noch. Ich hoffe, dass ich damit hinkomme. Also hier geht's nicht weiter. Ich hoffe, dass ich hier einfach genug finde. Und nicht nochmal kurz rumsuchen muss. Noch schätzen. Da ging hoch jetzt. Okay. Da. Sollte das kein Riesenproblem sein, vorbeizukommen. Den Schlüssel zu bringen. Ich sehe nicht viel. Im Video sieht man wahrscheinlich noch weniger. Erst versuchen, ein bisschen heller einzustellen. Oh Gott, schwer. Na gut, damit. Oh, was klappt? Ist da noch ein zweiter rumgeistert? Das war nicht egal. Das sind es. Es. Was aber auch ärgerlich wäre. Dann gäbe es ja nicht so viele Schätze. Also erstmal das Ding knacken. Das geht zumindest. Na? Jetzt ist es offen, oder? Ja, das ist der Schlangenreif. Ach, da fehlen ja nur noch knapp 800 Gold, um die Mission abzuschließen. Habe ich mir was aufgeheizt. Das nächste Mal überlege ich mir das, ob ich das wirklich auf schwer spielen will. Da kann ja keine 800 drin sein. Und den Schlüssel habe ich ja trotzdem noch nie für die Truhe. Weihwasser. Wie viele Wasserpfeile habe ich denn? 12, das lohnt sich überhaupt nicht. Da oben kann ich da rausnehmen. Ich will es ja gerne ein bisschen heller. Vielleicht übersehe ich ja irgendwas. Schätze. Ich brauche mehr Schätze. Na, Schalter. Okay, also haben wir zumindest den. Wo sind meine Missionsziele? Den Schlangenreif. Jetzt fehlt nur noch das ganze Gold. Ach, ich habe wirklich keinen Bock mehr. Da war er da rum. Die laufen beide denselben Weg, wie es aussieht. Dann kreuzen sie sich hier. Ich bin ja auch reingekommen, ich komme da schon raus, ohne was zu kratzen. So komme ich vielleicht jetzt doch noch in der Stadt. Ich will das hier nochmal probieren, das kann man nicht. Man braucht gar keinen Schlüssel, okay. Heiltrank war das vielleicht.
Irgendwas mit dem Windows 10, was sich nie verträgt, dass ich nicht weiß, was ich einsammle. Normalerweise sollte das immer angezeigt werden. Tür kaputt zu machen. Da stören die mich ja nicht weiter. Aber hier scheint es auch nichts mehr zu geben. Na gut, ein Stück weiter. Das Problem ist, ich habe mir nur das letzte Stück vom Video angeguckt, um halbwegs zu wissen, wo ich weitermachen muss. Also das Problem ist, ich weiß nicht, wo ich überall schon war, wo es vielleicht noch was zu holen gibt. Oh. Und ich töte mich selber. Das ist unglaublich klug. Na klar, Leute. Weg. Sollte ich ja vielleicht doch was grüßen. Ja, an den komme ich so leicht vorbei. Ich will jetzt eigentlich nichts verbrauchen. Ewig bei diesen Läden habe ich doch ganz viel. Dürfte es doch nichts mehr geben, oder? Obwohl, hier war ich halt noch nicht drin. Den habe ich zwar vorhin mal aufgemacht in der Testrunde. Dann müssen wir erstmal abhauen. Und damit ging hier Licht an. Ich weiß nicht, ob das von Vorteil ist. Ja, relativ viele von diesen Viechern erlegt. Die kommen echt hinterher. Ach, Leute. Hier abkürzen hier rum. Nee. Hier war ich halt auch schon. Alle Türen offen. Hier ist nichts mehr. Geht's rein. Auch nicht mehr raus. Vielleicht habe ich jetzt genug Vorsprung, um die Generatortür zu öffnen. Ansonsten muss ich vielleicht doch eine Mine legen. Ich habe halt keine Ahnung, wie viel ich vielleicht noch brauchen muss, um an Schätze zu kommen. Eigentlich kommt man eher nur drum rum, aber halt echt lieber. Wie knapp das ist. Ich denke schon, hier wird's. Ich muss ja nicht alles einsammeln. Also das wäre mies, wenn wirklich jede kleine Goldmünze nötig wäre. Das auf dem Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Ich dächte, ich hätte halt alles auf Export und dann das irgendwann mal geschafft. Und dass da immer mehr Gold da war, als wir haben braucht. Obwohl an den Schlangenreifen nicht das. Das ein bisschen. Ja, die gehen mir so auf den Sack, die Typen. Ich ja jetzt mal eine Mine, ich hoffe, dass die beide erledigt. Ja. Genau so sollte es sein. Das hat super funktioniert. Freunde der Sonne, kommt mal mit. Selber reinlatschen, weil das. Wo habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Oh Gott. So ein Schlangenreif hatte ich schon immerhin. Oh Gott, hier oben drin. Das ist bitter. Ups.
Dank. Ich war wieder zu gierig. Kann ich einfach ausrennen? Nee. Oh. So viel Leben eingebüßt, das hatte ich nie vor. Nochmal? Nee, oder? Das klappt jetzt schon. Ich habe noch Heiltränke. Und die Zombies, ja. Die richten jetzt nie so viel Schaden an. Sofern ich nie wieder hier alles verliere. Sieht gut aus. Nochmal gut aus. Jetzt speichere ich. Heiltränke kann man benutzen. Einen gigantischen Lebenspunkt, zwei gibt. Kriegt man noch einen dritten? Ja. Viel mehr. Oh doch, doch, doch. Hab ich mich wohl verschätzt. So, gleiches Problem wie vorhin. Zombies. Sehen. Der mir ein Stück weggehen. Ich werde jetzt nochmal das Licht anmachen. Ich weiß nicht. Eigentlich bringt es nichts. Also das ist nur. Das macht es halt wirklich nur heller. Gespeichert. Ich lege jetzt hier nochmal so eine Mine hin. Die rutscht zu weit. Da läuft er wieder drüber hinweg. Es ist zum Kotzen. Komm, geh da rein. Jetzt kriege ich halt, wenn dann nur ein. Dann liegt die Mine. Was hat denn hier, ob ich die wieder einsammle? Ich hätte halt jetzt schon gern beide wenigstens erwischt mit der Mine. Bei einer nervt halt genauso rum wie zwei. Ich glaube nicht, dass ich da. Die ja immer aufeinander hängen, gerade eben. Aber der ist jetzt weit genug weg. Ich sag, ich mach mal das Licht. Na, ach, das Licht an. Und jetzt von der falschen Seite. Dann müsste ich eigentlich sehen, falls er auftaucht. An. Speichern. War ich anscheinend schon überall, aber das ist eine Tür, die noch zu ist. Passt der Schlüssel? Unwahrscheinlich. Ich mache mir noch keine großen Hoffnungen, dass ich hier 800 Gold drin finden werde. Irgendwas drin finde. Nein. Ah, hier war ich doch schon. Jetzt habe ich hier hinten nur das Licht angemacht bei dem Typen. Aber hier habe ich doch schon alles abgeräumt. Oder gibt es noch irgendwas? Gibt es hier vielleicht noch Gold? Da der Ecke. Wie könnte ich das denn eventuell mal probieren, mal zu gucken, was es ist. Nicht definierbar. Ich vermute mal nur einen Schädel oder so. Ich speichere einfach kurz, hüpf runter und guck nach. Und hier kam ich nicht raus. So war das also. Aber hier liegt ein Schlüssel. Ja, ein Schädel. Komplett neuer Schlüssel. Zu einer Tür. Das hat er nicht entdeckt, das ist mir erstmal egal. Für was könnte der Schlüssel sein?
Also hat vielleicht für mich auch null Bedeutung, weil eventuell kann man ja, eigentlich kann man ja fast alles so öffnen. Nische, nichts drin. Wahrscheinlich erspart einem das in irgendeiner Situation nur, ja, dass Dietrich rumprobieren. Ich muss so viele Breitkopfpfeile, die brauche ich ja absolut nicht. Ah, Moospfeil. Brauche ich aber eigentlich auch nicht. Zimmer. Ein Schädel. Dachte, vielleicht ist noch ein Schätzchen da. Ja. Und die Luft geht mir aus. Wunderbar. Und ich verrecke noch, bevor ich oben bin. Nein. Das wäre eigentlich auch wieder so ein Moment, wo man instant wieder neu laden sollte. Komm ich einfach aus dem Kanal wieder raus. Noch Lampen, die aus sind. Es scheint noch mehr Generatoren zu geben. Ich glaube auch nicht, dass es mich hier irgendwo an neue Orte führt, wenn ich hier mit dem Wasserstrom... Ah, hier komme ich ja sowieso nie. Sowieso nirgendwo raus. Taschenlampe wäre jetzt ganz nett, aber unter Wasser sieht man ein bisschen was. Gewesen sein. Ne? Ernsthaft? Wie komme ich denn hier raus jetzt? Das ist zu hoch, ne? Ne? Ich habe mich vertan. Ein Geist. Na klasse. Das ist ziemlich am Anfang, ne? Der Map, ja, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Gab es in der Kathedrale mehr Schätze? Das habe ich mir nicht nochmal angeguckt, wie lange ich da drin war. Aber wenn ich da echt nochmal hin muss. Ich habe ja von diversen Stellen gespeichert und wir haben eigentlich noch nichts Neues entdecken können. Deshalb ja, renne ich einfach weiter durch und hoffe das Beste. Licht können wir jetzt anlassen. Also im schlimmsten Falle noch mal zur Kathedrale gucken. Da drüben ist nichts. Aber hier, da oben steht was. Das sieht aber eher aus wie ein Pfeil. Das müsste ich eigentlich schon noch mal speichern, wenn ich diese Sprünge hier probieren will. Aber ich habe bloß noch einen Trank. Wie gesagt, ich denke, das ist nur ein Wasserpfeil. Schön. Das sollte jetzt wieder ein bisschen dauern. Oh Gott, ich hasse es. So, ja. Ein Wasserpfeil. Yay. Vielleicht können wir da doch nochmal das Weihwasser irgendwo einsetzen. Hier ist noch ein Kopfpfeil. Speichern wir nochmal. Der Geist, ja, was soll man machen? Ich suche jetzt ja erstmal einfach mal. Noch einer. Ja, komm. Ach, hier war ich ja vorhin gerade. Das nützt nichts.
fehlt ja absolut die Orientierung. Dann geht's nicht weiter, hier geht's weiter. Zumindest ein bisschen. Kathedrale, das war beim ersten Mal schon so schwer. An so viel kann ich mich noch erinnern. An viel nicht, aber daran. Das an, oder? Ich mach jetzt alle Lichter an. Einfach weil es mich furchtbar nervt, im Dunkeln rumzulaufen. Das wird auch einfach noch laut sein, wenn wir durchrennen. Da oben war ich schon. Da habe ich ja endlos versucht hochzukommen. Ich entsinne mich. Okay. Bin ich wieder. Gut, jetzt haben wir hier auch Licht an. Wahrscheinlich wird es auch drüben im Haus das Licht an. Aber das hat sich jetzt. Das ist nicht mehr zu sehen. Auch eindeutig nichts mehr zu holen. Und hier habe ich auch schon sämtliches. Also ich dächte, dass ich hier so gut wie alles abgegrast hätte. Hätte ich genug für dich. 43, wo kommt denn die auf immer her? Ich dachte, von so bis 30. Ach, da war dieses andere Geheimnis. Das nützt mir jetzt, glaube ich, nichts. Ach, dann lass doch bleiben, Leute. Ja, hier hatte ich schon alles, ne? Hier gab's. Ja, da gab's doch was. Wer weiß. Hier ging's doch zur Kathedrale. Hier ist natürlich. Hier ist kein Generator. Oh, eine Kiste. Das ist doch ein Anfang. Doch gar nicht in die Kathedrale rein, ne? Ich hab doch bloß den. Das war ja das Problem. Das ist schon mal Gold gewesen. Oh, gerade mal 100 dazu. Eben, man kam doch noch gar nicht rein. Oh nein. Egal, ein kleines Stück weitergekommen bin ich. Ich hatte gehofft, dass ich die Mission heute noch abschließe. Aber ich mache, naja, gerade gar nicht mehr so viel Hoffnung. So, jetzt bin ich wieder an der Kathedrale dran. Oh, ist das dunkel? Ich sehe nichts. So, sicherheitshalber gucke ich hier oben jetzt nochmal rum. Aber ich vermute mal, ich habe schon alles gehabt. Alles eingesammelt. Bin auch gar nicht sicher, ob hier noch Geister rumlaufen. Wahrscheinlich schon irgendwo. Was ist das? Ein Schwertgriff, yay. Hier gibt es eindeutig nichts, also muss ich tatsächlich nochmal durch die Geschäfte.
werde noch knapp 700 Gold finden. Kommt mich zu befreien, armes Ding. Die Hüte haben die Türen versiegelt und keiner außer ihnen weiß, sie zu öffnen. Ja, ja, kennen wir schon. Überquert die Brücke zur Grotte des Wächters der Hüter, stellt euch auf das Podest und erleuchtet die Statue mit Feuer. Dann erfahrt ihr das Geheimnis der Talismane. Haben wir schon alles gemacht. Im Hüter versteckt, da gab es doch auch King Kong. Habe ich es bestimmt eingesammelt. Okay, Kathedrale können wir komplett abhauen. Alle Ecken geguckt. Zurück. Das war auch nirgendwo irgendwas. Oh. Ja, deswegen habe ich wahrscheinlich aufgehört das letzte Mal. Ja, jetzt noch irgendwo hoch. Nützt mir aber wahrscheinlich alles nichts, ne? Hier ist nichts drauf. Nix, nix, nix. Noch weniger. Auf der Map mal gucken. Also hier war ich jetzt an der Kathedrale. Hier war ich ja auch schon. Guck. Hier gab es ja nichts. Ah, da ging es zum Hüterversteck, ne? Genau. Ich guck jetzt einfach überall nochmal. Gab es da irgendwelche Fallen oder irgendwelchen Mist? Ja, genau. Egal, ich renne durch. Einfach nur, um mal zu sehen, ob es da drin nicht doch noch irgendwas gibt von Interesse. Und auch kein Licht, ne? Warum auch? Nix. Hab ich eigentlich einen Feuerpfeil? Ja. Der macht aber kein Licht, ne? Solange ich, selbst wenn ich ihn ausgerüstet habe, macht er nichts. Ah. Eine Fackel oder sowas gibt. Also hier gibt es auch gar nichts. Da oben war es. Ach, da komme ich einfach nur in den Raum nochmal. Darüber. Ah, okay. Das bringt also auch nichts. Aber ich denke, es ist besser, ich schließe erstmal noch ein paar Sachen aus. Wo ich wahrscheinlich das letzte Mal schon geguckt habe. Aber ja, nicht nur rumirren. Eine Spinne ist noch da. Kriege ich die von hier? Ja. Läuft.
Ja, na, guck mal. Und ein Heiltrank. Oh, na gut, der hat uns gerade mal 15 eingebracht. Heiltrank will ich erstmal. Wenigstens wieder volles Leben kriegen. Hier geht's nicht raus. Ach, hier geht's runter zu diesem Feuertypen. Ich entsinne mich schwach, da gab's ja auch nichts mehr, ne? Also, ich bin der Meinung, dass da nichts mehr gab, aber ich guck nochmal runter. Einfach nur. Oh, jetzt ist ja auch Licht an. Vielleicht hat es dem. Den das. Nee. Ich höre ihn doch. Aber dem habe ich ja auch schon alles abgesucht. Was soll man denn noch machen? Ja, großes Kino. Mich jetzt mit meinem eigenen Pfeil erledigt. So. Na, hier liegt da noch mehr. Habe ich vor uns nie ordentlich geguckt. Aber das ist auch wieder hier. Ja, in jeder Rede wert. 50 gab das Ding. Fehlen immer noch über 600. Oh, muss ich jetzt hier echt jeden Fitzel finden. Speichert hatte ich. Also ich renne jetzt noch mal. Gibt's halt nichts, ne? Gibt's bis die leider. Und das war's mit dem Keller. Hier war ich ja anscheinend. Tote Barracks. Tote Zombies. Ja, die versperren hier voll den Weg. Ist das ein kleiner Kopf? Schon überall drüben ist auch offen. Ja. Also mehr als so eine Reste wie gerade eben. Kann ich mir kaum noch vorstellen, dass sie irgendwo liegen könnten. Komm, lass mich hier durch. Also hier komme ich hoch. Ja, so. Mach mal alle Türen offen, so nicht schauen. Geht's wieder zur Kathedrale, brauchen wir gar nicht weiter hinter. Das hat man alles. Und ich würde sagen, hier auch. Hier war ich da vor uns schon mal kurz drin. Da ist nichts mehr zu holen. Bleibt ja nur noch. Ja, das vielleicht. Bleibt ja nur noch der erste Part, wovon uns die zwei Geister waren. Vielleicht gibt es da noch was. Dass er viel geben soll. Geht's nicht? Naja, egal. Ich will ja ein bisschen nachgucken, ob irgendwas vergessen wurde. Ach, das sind die Barracks-Tunnel. Da war da auch nichts weiter hier. Die Abwasserkanäle. Ja, totes Ende. Brauchen wir nicht weitergehen. Gucke ich überall noch hin. An sich sonst, ne? Habe ich ja zumindest den Schlangenreif alles bis auf das Gold gefunden. Zur Not einfach bis zum Ende vorspulen, dann müsst ihr euch das Elend nie weiter angucken. Na, da gibt es auch Geister. Gar nicht erinnern, dass es hier so viele Barrack-Höhlen gab. Aber es gibt hier halt auch nichts drin. Einfach nur alles leer. Da liegt was. Ein Geldbeutel, na siehste. 1490, na der hat immerhin 100 gebracht.
Das können wir schon mal speichern. Ich weiß gar nicht, ob zum Schluss angezeigt wurde, wie viel man potenziell finden kann an Gold. Hier ist noch was. Wieder 15. So, das waren jetzt alle Ecken. Also fehlen immer noch knapp 500. Aber immerhin. Anfang des Videos waren es noch. Was hatte ich gesagt? 1200. Das ist schon eine Verbesserung. Sieht hier potenziell mehr und ich finde vielleicht auch mal was. Wasserpfeile. Ach ja. Mr. Krabs. Kriege ich den Breitkopfpfeil? Ja. Klappt. Ich habe noch so viele Pfeile und alles Mögliche. Hier komme ich her, ne? Ich sehe einfach zu, dass ich alles niedermache und hier in Ruhe weiter suchen kann. Aha, Loch im Boden. Komme ich nicht raus. Aha. Ja, habe ich gerade geguckt, da waren die Wasserpfeile, aber man weiß ja nie. Hier war ich doch auch schon. Bin ich mir doch ziemlich sicher. Hammer. Knochen. Wunderbar. Wunderbar. Braucht kein Mensch. Irgendwas im Wasser. Okay. Nichts. Schöner Ausflug. Zurück. Gab es nur den einen Eingang bzw. Ausgang? So viele davon. Gulli. Tatsache, hier liegt noch was rum im Abwasser. Das war wieder nur so ein Becher, der wieder 15 bringt. Ja, 15, 20 haben wir jetzt. Ich wollte halt eigentlich schon noch was anderes machen. Was anderes spielen, besser gesagt. Ich dachte, das wird hier vielleicht nochmal so eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Dass das so ausartet wieder. Wegen dem bisschen Gold.
aber vielleicht liegt hier oben noch was. Seilpfeil. Immer raus damit, wir können sie ja nie aufheben. Da wäre schon viel Platz für Dinge. Liegt bloß nicht. Schade. Ach, da drüben gab es den Wasserpfeil. Ich entsinne mich. Ach ja, wunderbar. Wunderbar. Aber ich will da jetzt rein. Das ist natürlich einfacher. Hier ist nix, nix, nix. Das war gar nicht eingesammelt. Ein Papyri. Papyrus. So, Einzahl. Ja. Informativ nicht. Einfach nochmal da hin, das war's. Oh, 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 hier liegt was. Uiuiui. Und es ist 50 wert. Dass ich das gerade nie gesehen habe. Hier kam ich her, ne? Also hier weiter die Ruinen durchforsten. Jetzt kommen sie aber alle her. Meine Güte. Beruhigt euch mal. Hier ist eine Mine. Die ist scharf, ne? Gut, das hat sich doch gelohnt. Ich dachte, ich kann hier mal aufräumen. Bei der Horde, es kann ja doch sein, dass ich vor denen einfach abgehauen bin. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Und dass da noch was zu holen ist. Wo war's denn? Ich find's nicht mehr. Nochmal
mal die Runde. Wo musste ich abbiegen? Oh Mann, das ist was. Von hier unten kam ich am Anfang. Also guck ich hier auch nochmal. Am Anfang bin ich ganz oft, übersehe ich viel, denke ich mal. Ich habe ja noch nie alles so gründlich durchgeguckt. Kann ich noch ein bisschen Licht anmachen? Das ist erstmal nie verkehrt. Das habe ich doch alles schon, ne? Interesse. Eine Mine war dabei. Na, immerhin. Kann ich noch ein paar Zombies plätten. Auch in die Tunnel. Da habe ich vor uns rausgeguckt. Das wird schon dort gewesen sein, wo die ganzen Zombies waren. Da wäre ich vor uns vom halben Jahr. Da wäre ich wohl bis durchgerannt sein, dass sie sich deswegen alle da sammeln. Oh, ein Heiltrank. Das wird sich schon nochmal lohnen, danach zu schauen. Oh, hier war ich doch gerade eben erst. Also ich sehe jetzt zu, dass ich da wieder hochkomme. Irgendwie. Ja. Dort aufräume. Irgendwie. Alles irgendwie. Leider nur alleine, aber das ist nichts. Jetzt geht die Mine nie los. Ich fasse es nie. Es ist doch nie wahr. Da geht die Drecksmine nie los. Sein, wie es aussieht.
das Feuerpfeile. Ah. Alles klar. Zombies sind weg. Ich werde wahrscheinlich hier oben nichts mehr finden. Die Tür ist wieder zu. Die hätte sich wieder zugemacht. Ah, hier war ich jetzt auch schon dreimal drin. Hat sich also kaum gelohnt, hier aufzuräumen. Nichts mehr ein. Mehr gibt's hier oben ja auch nicht. Und hier unten war ja auch nichts weiter. War noch irgendwo ein Zombie. Könnte ich noch rausnehmen. Verdammt. Es gibt nichts. Wunderbar. Ah ja, ich da schon überall fünfmal drin. Verdammt. Auch. Komm. Ich zieh da fest. Ich raste aus. Okay.
Sollte hier keiner mehr da sein. Mann. So geht's auch. Was eh nix. Thank you.
Sack! Du elendes Sackgesicht! Ernsthaft. Komm, hau ab.
Thank you.
Sehen.
Talisman wird von einer fremdländischen Magiersekte bewacht, die sich die Bruderschaft der Hand nennt. Die Magier leben in mehreren großen Türmen, in denen sie ihre Erd-, Luft-, Feuer- und Wasserzauber hüten. Vermutlich verstecken sie den Talisman im Erdturm. Ich fürchte aber, dass es nicht ganz einfach sein wird. Der Talisman wird bestimmt streng bewacht und ist möglicherweise auch magisch geschützt. Gott sei Dank schreiben Magier alles auf. Vielleicht stolpere ich über irgendwas, das mir weiterhilft. Ich habe einige Diener bestochen, dass sie mir eine Karte der öffentlichen Plätze besorgen. Mehr war leider nicht möglich, da nur die Magier ins Innere der Türme dürfen. Ich werde mich auf dem Innenhof vor den Eingang zum Hauptturm schleichen. Ab hier muss ich mich sputen und den Talisman so schnell wie möglich finden. Ich würde eine Auseinandersetzung mit den Magiern wohl kaum lange überleben.